Karl Hagemeister hatte zahlreiche Kontakte zum Kreis der deutschen Impressionisten. Und durch einen wunderbaren Fund haben wir aus dem Nachlass des Künstlers ein Notizbuch aus dem Jahr 1921 gefunden. Und in diesem Notizbuch gibt uns der Künstler Auskunft über die Impressionisten, die ihn in Werder besucht haben. Das ist zum einen Max Liebermann, der besucht Karl Hagemeister im September, und das Zitat haben wir als Raumzitat für den Rundraum gewählt. Des Weiteren hat ihn auch Lovis Corinth besucht, und da gibt es die Aufzeichnungen aus dem April 1921, und Corinth hat ihn vor allem aufgesucht, da ja, er Hagemeister auch gerne porträtieren wollte und ja, begeistert war von seinem charakteristischen Kopf. Die Überlegung war, in diesem Rundraum eben seine Malerkollegen auch zu präsentieren, mit ihm in Dialog treten zu lassen, und wir sehen hier das wunderbare Landschaftsbild der Lüneburger Heide von Lovis Corinth, das wir aus Privatbesitz ausleihen konnten.